Hare Krishna, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder einen weiteren Prabhupada-Schüler hier zu Gast. Ich bin gerade hier zu Gast im Bayerischen Wald in Bayern und da ist die Farm von die ISKCON Farm in Deutschland und das ist Simhachalam. Und ja, und hier lebt nämlich Akhila Prabhu. Und Akhila Prabhu ist auch ein original Prabhupada-Schüler, ein deutscher Prabhupada-Schüler. Und er ist im Jahre 1951 geboren in Bremen und hat Schüler Prabhupada das erste Mal 1976 getroffen. Und ich habe hier wieder meine Fragen. Und ja, die werde ich ihm gleich stellen. Erstmal Hare Krishna Prabhu, danke, dass du es uns möglich machst, von dir zu hören. Und ja, für alle, die gerne Akhila noch nicht kennen, ist jetzt eine gute Möglichkeit, von ihm zu hören. Und ja, meine erste Frage wäre, wann bist du in Kontakt gekommen mit der ISKCON oder mit Srila Prabhupada? In welchem Jahr? 69 oder 70. Ah, so früh schon, wow. 69? Mhm. Ich war mit einem Schulfreund in Hamburg. Ah, in Hamburg, okay. Und der sagte zu mir, ob wir nicht mal die Hare Krishna-Leute besuchen wollten. Und oh, spannend. Okay, bin ich mit. Und das war in der Bartelsstraße noch. Mhm. Und der Eingang war in einem Hinterhof, nicht so einfach zu finden. Und da sind wir Treppen hoch, ich glaube im ersten Stock war das. Okay. Und der erste Devotee, den ich gesehen habe, war Smita Krishna Swami, Brahmachari damals. Mhm. Er war auch noch nicht so lange in der Bewegung. Er war derjenige, der die Gäste empfing. 69 war das, meiner Meinung nach, ja. Wow. Und dann jedenfalls, ich kann die genaue Abfolge weiß ich nicht mehr. Wir sind dann am war ein Kirtan. Wir sind dort reingegangen, haben hinten gestanden. Mhm. Ein Devote sprang plötzlich hoch, hat irgendwas geschrien. Okay. Hat bestimmt Hadebo. Ich habe es nicht verstanden. Wow, ich war nur gebührend beeindruckt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Dass jemand also hochspringt. Später kam Chakravarti Prabhu, hat gepredigt zu den Gästen, zu uns beiden. Er sprach darüber. Es gehört einem nichts. Mhm. Wir haben nicht das Holz gemacht, die Steine, das Glas, all das nimmt man, macht daraus etwas, aber gehören tut es uns eigentlich nicht. Hm. Und er gab noch das Beispiel, wir sind wie kleine Körnchen Gold und Krishna ist wie der große Goldklumpen. Hm. Prabhupada gibt auch das Beispiel mit der Goldmine. Ja, ja, ja. Mhm. Und dann haben die Devotees uns Magazin, Räucher, ich habe noch Zurück zur Gottheit gekauft. Okay. Und Räucherstäbchen. Das war ein Sonntagsfest oder seid ihr einfach in der Woche? Nein, wir waren unter der Woche dort. Mhm, okay. Aber dein Freund war der ausschlaggebende Punkt sozusagen, dass er kam, wir gehen in den Tempel. Ja. Also, okay. Den habe ich mal vor ein, zwei Jahren angerufen, mich bei ihm bedankt. Oh wow. Er hat keine Beziehung mehr zu Krishna. Also er ist kein Devotee geworden? Nein, der hat dann TM, okay. Ja, okay, sogenannte transzendentale Meditation. Okay. Und ein Freund von mir, ein anderer Freund aus dem Dorf, der ist dann später Devotee geworden. Ja. Dem habe ich erzählt, dass ich, da habe ich diese Räucherstäbchen gekauft, Erdbeer. Okay. Auf der Packung stand, Krishna macht die besten Düfte. Und er meinte dann, oh, fandst du die gut? Sagte ich, ja, ich fand die total gut. Sagte, oh, das war total künstlich. Okay. Die fand, aber ich kannte nichts anderes. Ja. Und
Das war der erste Kontakt mit Krishna. Also ich hatte das starke Gefühl im Inneren, die Überseele. Und gesagt, bleib hier, bleib hier. Ich hatte das starke Gefühl, dass ich da bleiben sollte. Aber mein Geist hat mich rausgezogen. Ah, okay. Du musst nur das Auto zurückbringen. Was die Eltern denn? Okay. Und ich habe es dann nicht, leider, ich habe es dann nicht geparkt. Ich bin dann wieder weggefahren. Hm. Und hat es noch einige Jahre gedauert. Und wann war dann der nächste Kontakt? 1974. Okay. Und wo war das? Nicht in Hamburg? Da habe ich meinen Ersatzdienst gemacht zu der Zeit. Und ich habe vorher mit ein paar Leuten auf dem Land gewohnt. Hm. Und dann musste ich da diesen Ersatzdienst antreten. Und ich habe mich nach einiger Zeit wirklich sehr, sehr einsam gefühlt und es ging mir nicht gut. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass mein bester Freund im Dorf damals, wir waren die beiden Langhaarigen, okay, haben wir zusammen Musik gehört. Und der hatte mir geschrieben, dass er Devotee geworden ist. Oh, wow. Und ich habe im Inneren so ein bisschen Neid auf die Devotees, so eine negative Stimmung gespürt gegenüber den Devotees. Die haben mir den Freund weggenommen, so ungefähr. Oh, okay. Ich werde nie wieder mit ihm solch eine Beziehung haben können, wie früher. Mm. Der war weg. Und dann, als es mir nicht gut ging während meiner Satzdienstzeit, da habe ich mich an ihn erinnert. Und ich hatte eine Gita. Ich habe mir einen Freund mitgegeben von unserer Gemeinschaft. In der Gita habe ich die Adresse des Tempels rausgesucht, Schloss Rettershof. Ah, okay. Hm. Und ich habe dann geschrieben an diese Adresse. Hm. Und nach dem Kontaktdaten meines Freundes gesucht. Hm. Gurkishore. Und ach, er war dann auch schon eingeweiht, ja? Richtig? Der war schon eingeweiht, okay. Ja. Spannend. Dann hat er mir selbst zurückgeschrieben. Er hat mir ein kleines Jenseits von Raum und Zeit geschickt. Ah, okay, kleines Buch, ja. Ja. Schön. Und dann, kurze Zeit darauf, habe ich ihn besucht. Er hat mir gesagt, dann sind die Buddhisten in der Stadt und dann in Göttingen. Mhm. Bin ich mitgefahren und zum Schloss und ich war sehr beeindruckt. Vorher war er langhaarig und mürrisch. Okay. Und wie man halt so ist. Mhm. Und als Devotee war er total anders. Kurze Haare. Mhm. Strahlende Persönlichkeit. Der war eine Zeit lang der beste Buchverteiler, ja, als es nur Ishos gab. Mhm. Und der war total verändert, ernsthaft. Und hat sich sehr nice um mich gekümmert. Mhm. Wir hatten in der Gemeinschaft hatten wir makrobiotisch gelebt. Jeden Morgen einen Topf Weizen gekocht. Mhm. Und das war dann so die Nahrung für den ganzen Tag. Okay. Und du bist dann sozusagen gejoint auch in Schloss Rettershof, könnte man das sagen, dann so 74 oder? Ja, richtig. Mein Freund Gurkishore hat mir Beats geschenkt. Ich habe angefangen zu chanten. Mhm. Und am Anfang war es sehr, sehr ekstatisch. Ich war ziemlich bedrückt vorher und durch das Chanten ich bin da in dem Ersatzdienstzimmer in dem Ersatzdienstler Wohnheim auf und ab gegangen und habe gechantet. Mhm. Und ich habe gelacht, ich habe geweint. Das war so ekstatisch. Und also die ersten Runde gechantet hast, die waren so? Nein, im Laufe der Zeit. Okay. Das war sehr, sehr schön. Dann habe ich mich, in dem Zimmer war ein Erker, mich da reingesetzt, das jenseits von Raum und Zeit dahingestellt. Ja.
Irgendwo hatte ich einen Teddybär, den habe ich daneben gestellt, so eine Art DT-Ersatz. Ersatz-DT. Okay. Dafür habe ich dann gesessen und gechantet. Ja. Da ab und zu in dem Zimmer wieder gegangen. Das war eine sehr schöne Zeit. Dann bin ich aus dem Ersatzdienst am Wohnheim raus, habe weiter gechantet. So ein kleines Zimmer für 100 Mark damals gemietet in so einem Studentenhaus. Und nach einiger Zeit, meine Haare wurden immer kürzer, nach einiger Zeit habe ich dann im Innern, ich habe so ein bisschen gejobbt, habe ich dann im Innern eine Stimme gehört. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was er jetzt wirklich macht. Und dann, wie ferngesteuert, habe ich mir die Haare abgeschnitten mit zwei Spiegeln, habe einen Seeker stehen gelassen. Okay. Die Haare ganz ab und Seeker stehen gelassen. Am nächsten Morgen bin ich wieder runter in die Stadtmitte, um dort die in der ausgehängten Tageszeitung die Stellenanzeigen anzusehen, ein Fahrerjob oder irgendwas. Okay. Und ich komme in eine Ecke, plötzlich steht ein Buchverteiler vor mir. Gopesch, den kennt keiner mehr. Okay. Wo kommst du denn her? Ich war geschäft, hatte ein Beatback oder einen Jappermaler nur, hatte eine Kette gechannt und hat gestaunt. Er hat sofort sein Sankirtan-Lieder, den Sankirtan-Leiter geholt. Hm. Das war Bharata, Bharata, haben wir damals immer gesagt. Okay. Bharata, wir alle haben gesagt, Bharata. Der kam dann, du bist ein Freund von Gorky Shore. So, hättest du Interesse, mal mit nach Indien zu kommen? Dachte ich, ja, gerne schon. Okay, dann treffen wir uns hier am Wochenende vor dem Kaufland. Dann kannst du mitkommen. Okay. Dann kamen sie dort, ich habe dort gewartet, haben sich mitgenommen. Und dann unterwegs haben sie gefragt, so, und was hast du so gemacht? Ich habe eigentlich Bauer gelernt, aber ich habe so ab und zu als Fahrer gejobbt letzte Zeit. Ah, als Fahrer gejobbt, okay, dann kannst du gleich fahren. Haben sie mich den Van fahren lassen. Okay. Später auf Sankirtan war ich auch immer der Fahrer. Habe ich den Van gefahren. Und hinten hat einer, Jalandhara Prabhu, hat angefangen, Halawa zu machen. Während der Fahrt. Das hat er dann ausgesurft. Und dann war ich im Schloss. Und dann seid ihr nicht nach Indien, sondern seid ihr ins Schloss gefahren? Ja, zum Schloss gefahren. Yeah. Und dann haben sie mir einen Service gegeben, Gänge fegen. Hm. Und dann so ganz bescheiden, nach zwei Wochen habe ich mal gefragt, wann geht es eigentlich nach Indien? Nach Indien? Die sind vor ein paar Monaten nach Indien gefahren. das war nur ein Spruch. Haben sie dich reingelegt? Krishna hat mich getrickst. Ja, ja, ja. Aber dann, ich bin dann geblieben im Schloss. Es gefiel mir natürlich gut. Kirtans und das Chanten, das gemeinsame Chanten. Und wie war der Unterschied? Weil du hast ja den kleinen Tempel in Hamburg gesehen und auf einmal dann vier Jahre später dann den großen Tempel, also im Schloss Rettershof, das war ja ein Riesenunterschied. War das eindrucksvoll für dich zu sehen, dass die Devotis auf einmal so einen großen Platz haben? Der erste Eindruck war besonders. Ja, ich kann mich an alles erinnern. Im Schloss nicht so sehr. Da waren halt viele Devotees und da war zuerst Prithu Prabhu, der Bhakta-Leader. Okay. Mhm. Und nach einiger Zeit wurde dann gefragt, so, wer will, kann rausgehen auf Sankirtan. Ja, ich will auch auf Sankirtan. Mir das Prasadam so gut, ich fand das so gut. Ab und zu habe ich mal ein bisschen was gekriegt aus dem Vans, aus dem Sankirtan-Van. Dann bin ich mitgefahren, aber habe nichts gebracht. Habe Einladungskarten verteilt, aber haben sie mich zurückgeschickt ins Schloss, ins Bhakta-Programm. Muss mal gefestigt werden. Okay. Bin ich gefestigt. Dann war Bhakti Bhushan, zu der Zeit war dann Bhakti Bhushan Maharaj, der Bhakta. Bhakta-Ausbilder, sogenannte Bhakta-Leader. Und er hat sich sehr nice um alle gekümmert.
wirklich sehr väterlich. Er war zu der Zeit, aus meiner Sicht, genauso wie jetzt. Er hat sich nicht verändert. Er war immer dieselbe Person. Ernsthaft, fürsorglich, inspirierend. Mhm. Nach einiger Zeit war ich dann so weit und konnte rausgehen auf Buchverteilung. Und da habe ich dann 5 Jahre, da war ich dann 5 Jahre, 5 Bücher geholfen, versucht Bücher zu verteilen. Mhm. Bis 1980. Ja, dann wurde die Farm, dann wurde der Hof hier gekauft und dann mussten einige von uns helfen, das Darlehen abzutragen, mit dem die Farm gekauft wurde. Okay. Und das war dann mein Service für die nächste Zeit. Kollekten. Mit Büchern? Nein. Achso, mit verschiedenen Kerzen. Ja, verschiedene Sachen. Kerzen, später Bilder. Es ist ein Schritt entfernt von der Buchverteilung. Aber man macht es, um zu helfen, das Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Ja. Das war die Stimmung. Das war das Motiv. Ja, nice. War gut. Hart gearbeitet und war nice. Mich würde jetzt noch interessieren, weil wenn du sagst, du bist 74, wann war es, 73 oder 74, Schloss Reddershof? 74, ja? 74. 74. War es dann, nachdem Prabhupada da war, oder war es, oder hast du ihn sozusagen verpasst, oder war es dann, kam dann Prabhupada und du warst dann da? Weil eigentlich war ja 74, kam ja Prabhupada an Schloss Reddershof. 74 kam Prabhupada im Sommer, ich war im Frühjahr dort. Ach, du warst im Frühjahr dort, okay. Ja. Also hattest du nicht die Möglichkeit, ihn direkt da zu sehen? Mir hat niemand Bescheid gesagt, dass Prabhupada kommt. Okay, also du warst zu der Zeit noch nicht fest im Tempel, das kam erst dann. Haben Space Cadetten eingeladen. Ich bin dann wieder zurück nach Göttingen mit meiner Japa-Maler. Hab dort angefangen zu chanten. Erstmal überhaupt gereinigt. Und wie lange hast du dann noch gebraucht, um wirklich zu sagen, ich möchte jetzt dann Schloss Reddershof ziehen? Wie lange hat das noch gedauert ungefähr? Das war dann schon ein Jahr später. Ein Jahr später. Und dann bist du fest. Ich habe nicht den Wunsch gehabt. Okay. Das habe ich mitgenommen. Einfach eingepackt, mitgenommen. Okay. Aber ich hatte damals beim ersten Mal schon den Wunsch, die Überseele hat mir. Die Devotees sind so einmalig, so freundlich. Es gibt niemanden wie die Devotees, wie diese Hare Krishna-Leute. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, jemals zu versuchen, ein Devotee zu werden. Aber irgendwie ist es dann passiert, hat Krishna mich in den Tempel gebracht. Nice. Ja, danke fürs Teilen, das ist sehr, sehr nice. Noch eine andere Frage, wann war denn deine erste Einweihung? 1975 bin ich in den Tempel. Nach einem Jahr ungefähr wurde man damals eingeweiht. Und Srila Prabhupada kam 1976 zum Tempel, zum Haupttempel in Frankreich. Nouvelle Mayapur, in Lycée de Mal. Und wir fuhren dorthin in unseren Sankirtan Vans. 76. Ein Jahr auf Sankirtan. Wir fuhren dorthin. Und dieses Schloss hatte eine große, breite Freitreppe und haben uns dann versammelt und getroffen, ein bisschen ausgetauscht. Und dann kam Srila Prabhupada, der wurde auf einer Sänfte diese Stufen heruntergetragen. Okay. Eine kleine Sänfte, 2 Personen haben ihn getragen, weil Srila Prabhupada zu der Zeit nicht gesund war, es ging ihm nicht gut. Körperlich, aber er hat trotzdem weitergemacht. Er hat sich einfach tragen lassen in dieser Sänfte. In den Garten. Und dort im Garten hat sich Srila Prabhupada auf einen Chadar gesetzt und über einen Vers aus der Bhagavad Gita gesprochen.
1515, Savasya Chahamriti, seine Bestimmung. Ich war im Herzen eines jeden. Von mir kommen Erinnerungen, Wissen und Vergessen. Ich bin es, der durch alle Veden zu erkennen ist, und ich bin der Kenner der Veden. Shri Prabhupada sprach über diesen Vers. Am Ende hat jemand eine Frage gestellt, der Devote sagte, ich chante, und während des Chantens kommen so viele dumme Gedanken, so viel Unreinheiten hoch. Und Prabhupada gab dieses perfekte Beispiel. Er sagte, wenn man Ghee macht, wenn man die Butter kocht, um Ghee zu machen, dann erscheinen nach und nach alle möglichen Unreinheiten, der Eiweißanteil. Ja. Sammelt sich an der Oberfläche des Topfs. Und wenn man dann nach einiger Zeit diese Unreinheiten abschöpft, dann bleibt das klare Ghee übrig. Chanten ist auch so. Am Anfang kommen die Unreinheiten, aber nach einiger Zeit sind sie fort. Ja, sehr schön. Zufriedenstellend, sehr zufriedenstellende Antwort. Nice, ja. Und danach, am nächsten Tag, hat Srila Prabhupada dort Krishna Balaram installiert, in Nouvelle Mayapur. Am Tag darauf ist Srila Prabhupada nach Paris gefahren und alle mit. Und er ist dort zum Flughafen. Ich habe da im... Aber die Einweihung war noch davor? Die Einweihung, ja, war im Schloss. Und war da irgendwas Spezielles bei der Einweihung? So, weil du meinst, Herr Prabhupada ging es nicht gut, aber... Es ging ihm nicht gut. Er hat nicht die Vorlesung gegeben. Das hat Bhagavan Prabhu gemacht. Die wurde es einer nach dem anderen kamen vor und haben ihre Ehrbietung dargebracht, vor Prabhupada gekniet. Und Prabhupada hat den Namen gesagt und die Kette gegeben. Mir fiel zu der Zeit... Ich habe es vorher nie auf Englisch gesagt. Die Prinzipien. Okay. Glücksspiel. Oh, oder Gambling. Yeah. Das wird dann Ehrbietung gemacht. Und ich hatte kein wirkliches Verständnis. Ich habe Prabhupada nicht wirklich wahrgenommen. Ich war nur in Ehrfurcht vor ihm. Sonst noch einen anderen Eindruck von Prabhupada, wenn du ihn erst mal gesehen hast? Ich muss sagen, ich habe Prabhupada nicht wirklich verstanden. Ich habe nur seine Füße angeschaut. Okay. Ich war zu schüchtern, um Prabhupada weiter anzuschauen. Und dann am nächsten Tag, übernächsten Tag nach Paris. Und dort habe ich oben im Tempelraum gesessen vor den Deities. Und plötzlich war Srila Prabhupada hinter mir. Und okay. ich saß im Weg. Dann hat Prabhupada mit dem Stock so ein Zeichen gemacht. Und dann bin ich dann zur Seite gerutscht. Okay. Prabhupada ist an mir vorbeigegangen und zu einer anderen Tür raus. Ich habe ihn nur behindert. Okay. Und dann am Nachmittag ist Prabhupada zum Flughafen. Ich durfte einen kleineren weißen Koffer tragen. Das war im Grunde mein einziger direkter persönlicher Service. Ich habe den in den Flughafen gebracht. Das war alles. Andererseits hat Shutakirti Prabhu mal gesagt, Prabhupada hat nicht nur diese drei persönlichen Diener. Prabhupada hat jemanden, der kocht, den Sekretär, jemanden, der massiert. Meistens drei Personen. Shutakirti sagte, er hat die Verwirklichung gemacht. Nicht nur diese drei sind Prabhupadas persönliche Diener, sondern alle, die Service machen. Alle sind Prabhupadas persönliche Diener. Ja, das ist sehr schön, sehr schön. Ja. Und im Laufe der Zeit halt habe ich erst nach und nach bin ich gereinigt worden. Irgendwie habe ich halt dann etwas mehr Verständnis von Srila Prabhupada bekommen. Durch die Biografien und die Erzählungen von
Devotees über ihn. Nach und nach habe ich dann das war 77, nachdem Prabhupada den Körper verlassen hat, wurde der erste Murti installiert. Das war in der Schweiz. Da war ein Ratha Yatra Festival. Okay. Nach dem Ratha Yatra Festival wurde abends der Srila Prabhupada Murti präsentiert und kam eine Lecture und der Prabhupada Murti saß dort. Und niemand hat das gemacht und ich hatte gerade gelernt, einen Chamara zu bedienen. Okay. Bin dann auf die Bühne und habe angefangen, Srila Prabhupada mit dem Chamara zu dienen. Yeah, nice. Mit dem Chamara zu wedeln. Er macht das ja eigentlich, um die Fliegen zu vertreiben. Yeah. Oder das Zeichen königlicher Würde, jemanden mit dem Chamara zu fächeln. Yeah. Und dann werden wir wieder runter, in Sankirtan Van, abends sind wir losgefahren, dort geschlafen im Van und dann ist Srila Prabhupada mir im Traum erschienen. Oh, wow. Wir hatten die ganze Zeit gebetet. Uns wurde gesagt, wir sollten dieses Gebet sprechen. Lieber Krishna, wenn es dir beliebt, dann lass Srila Prabhupada wieder gesund werden. Und in der Nacht stand ich vor einem Bett, Krankenhaus, so wie ein Krankenhausbett sah es aus. Und dann hat sich Srila Prabhupada daran aufgerichtet und hat mich angelächelt. Und da war mir klar, dass er hat gezeigt, dass er anwesend ist. Er hat uns nicht verlassen, sondern Srila Prabhupada ist immer bei uns. Auch hier an dieser Deity, im Deity, ich habe einmal, auch in einem Traum, wollte ich dem Deity hier im Tempelraum eine Girlande umhängen im Traum. Und dann war es plötzlich Srila Prabhupada selbst, der mir seinen Kopf zugewandt hat, dass ich ihm Girlande umhängen konnte. Prabhupada sagt, in meinen Büchern werde ich immer leben. Wenn ihr mich kennen wollt, if you want to know me, wenn ihr mich kennenlernen wollt, lest meine Bücher. Srila Prabhupada ist immer anwesend, ist immer bei uns. Ja. Ja, und selbst für uns heutzutage noch, die Prabhupada gar nicht getroffen haben, persönlich so, für uns ist Prabhupada auch so real. Wenn man das zulässt, dann spürt man seine Anwesenheit, ja. Prabhupada hat viele Schüler in Südamerika gehabt. Und er war nie dort. So viele Devotees, die ihn nie getroffen haben. Ja. Aber die trotzdem diese Verbindung zu. Auch jetzt. Ja. Diese Verbindung ist immer da. Ja. Ja. Ja, das ist das transzendentale Wunder, was wir erleben dürfen, ne? Im Krishna-Bewusstsein oder im Bhakti-Yoga. So. Ja, wie Kadamba Kanemarisch in der Klasse heute Morgen sagte, Prabhupada ist eine ganz besonders ermächtigte Persönlichkeit. Die sehr, sehr, sehr selten. Maharaj sagte, einmal am Tag Brahmas erscheint solch eine Persönlichkeit. Nach dem Erscheinen Chaitanya Mahaprabhus vor 500 Jahren begann das goldene Zeitalter. Und Srila Prabhupada ist derjenige, der den Auftrag bekommen hat von Bhaktisiddhanta Maharaj und ihn erfolgreich erfüllt hat. Krishna-Bewusstsein in Englisch und nicht nur Englisch, in so vielen verschiedenen Sprachen zu verbreiten. Nee. Prabhupada sagte, seine Bücher werden die Gesetzbücher für die nächsten 10.000 Jahre sein. Srila Prabhupada hat niemals etwas Unbescheidenes gesagt. Er hat nicht aufgeschnitten, nicht angegriffen. Das wird so sein, das wird so kommen. Die Standardbücher für die kommende Zeit. Ja, das ist eine wichtige Verwirklichung. Und du hattest ja eigentlich auch nicht viel Zeit, ja? Wenn du 76 Prabhupada gesehen hast, 77 hat er uns ja eigentlich schon wieder verlassen. Und deswegen konntest du ja gar nicht so viel persönliche Gemeinschaft mit ihm haben. Aber hast du dann halt später
durch die Modi wahrgenommen und bestimmt auch durch die Bücher, die du dann auch gelesen hast. Durch die hast, Bücher, ne? Und die Biografien, Lil Amrita, auch die anderen. Die Biografie von seinen anderen Schülern auch, die dann rauskamen eben, nach diese und diese Erzählung, auch ja, die, ja, diese Videos. Ja, Memories. Die Videos sind so auch so wertvoll. Ja. Ich habe alle Bücher, ich hab diese Memory-Videos auch in Buchform alle. Solchen Nektar. Ja, das ist so wirklich, schön zu lesen. Wirklich Nektar, ja. Proud auf diese Weise noch kennenzulernen. Ja. Ja, und deswegen ist es so wichtig von euch direkten Prabhupada-Schülern halt auch zu hören und dann einfach, weil ihr ja, seid unsere Verbindung auch direkt noch. Supposed to be. Ja, yeah. Ist sehr nice. Mich würde nur mal interessieren, wo Prabhupada dich eingeweiht hat. Wie viele Devotis wart ihr da? Und er hat dir ja einen speziellen Namen gegeben. Was bedeutet denn dein Name, Akila? Bei der Einweihung im Schloss Nouvelle Mayapur waren 40, 50 Devotis. Echt, so viele? Wurden eingeweiht. Und dann aber auch wieder aus ganz Europa bestimmt, ne? Oh ja, natürlich. Ja, ja klar. Alle, alle, die konnten, kamen dann zusammen, wenn Prabhupada kam. Und hat mir den Namen Akila das gegeben. Ich habe das später in einer Bhagavatam-Erläuterung gefunden. Akila bedeutet etwas, das untergeordnet ist. Okay. Und Krishna ist Akila. Krishna ist nicht untergeordnet. Krishna ist die höchste Persönlichkeit. Ja, also ist ein Name von Krishna? Ja. Akila, okay, nice. Akila. Manchmal heißt es auch überall oder alles, aber die persönliche Übersetzung ist Akila, nicht untergeordnet. Krishna ist nicht untergeordnet, ist die höchste Persönlichkeit. Nice. Sehr nice. Also war das auch das einzigste Mal, wo du Prabhupada direkt gesehen hast? Ja. Bei deiner Einweihung. Und ja, nice. Dann würde mich interessieren, frage ich auch gerne, welche Eigenschaft oder welche Aussage von Prabhupada ist für dich die bedeutendste? Oder welche fesselt dich bis heute oder welche inspiriert dich bis heute? Zuerst hat mich so diese Demut Srila Prabhupadas besonders beeindruckt. Morgens, wenn ich die Puja mache, Krishna Balaram verehre bei uns zu Hause, höre ich immer Prabhupadas Klassen. Okay. Und am Ende jeder Klasse sagte Srila Prabhupada, thank you very much. Ja, das ist so nice. Er hat sich dafür bei den Zuhörern, er hat sich bei ihnen dafür bedankt, dass sie ihm zuhören, obwohl er ihnen diese totalen Nektar, die total dieses unvergleichlich wertvolle Wissen übermittelt. Er bedankt sich bei ihnen dafür, dass sie zuhören und ihm helfen. Und auch total humorvoll. Chandrakar Pandi sagt, einen Gelehrten stellt man durch wahre Worte zufrieden. Einen Dummkopf erfreut man durch Humor. Mich hat der Humor schon. Wenn ich diese Klassen, wenn man sich mal so muss man mal laut lachen. Ja. Bei solchen trockenen Humor, so subtil. Hast du irgendein Beispiel? Fällt dir gerade irgendeiner ein, wo du sagst, das findest du besonders? Vor kurzem, vor einer Woche oder sowas, sprach ich darüber, dass man seinen Körper entsprechend seines Bewusstseinszustands bekommt. Was ist der Nutzen, das ganze Leben hart zu arbeiten, schwer zu arbeiten, um Geld zu verdienen? Und dann am Ende, wenn das Bewusstsein, man kauft sich ein Haus, aber wenn man dessen Bewusstsein nur darauf gerichtet ist, kann man im nächsten Leben den Körper eines Tiers bekommen. Nee. Viele Menschen, wenn sie allein sind im Alter, dienen einer Katze oder einem Hund. Instead of God, you serve dog. Und wie war das dann? Dann sagte Prabhupada, was ist denn Nutzen, auch wenn man eine hohe Stellung in der Gesellschaft bekommt? Churchill oder wie hieß dieser? Nehru. Okay.
man muss halt wissen, ein sehr guter Astrologe hat gesagt, dass dieser Nero, nachdem er seinen Körper verlassen hat, ist er von seiner Stellung als Präsident Indiens, ist ein Hund in Schweden geworden. Ah ja, das habe ich auch mal gehört. Was denn nutzt, wenn man solche hohe Stellung in der Gesellschaft hat? Nee. Churchill oder Nero. Nee. Nero war im nächsten Leben Hund. Nee. Ja, aber auf einmal Ende. Ganz am Anfang der 26 Second Avenue haben im Hinterhof die Kinder gespielt. Mhm. Und Klaus sagte dann, these children, they're making noise. Wollte ihn, wo ist das? Die Kinder dazu. Und dann ein Gast. But Swamiji, these children are supposed to be the children of God. Und Prabhupada sagte, supposed to be, that's all right. Benehmen sich nicht so. Und vielen anderen. Prabhupada war sehr, sehr humorvoll. Und wenn man liest in diesem, im Lilamrita und in an anderen Stellen, manchmal hat Srila Prabhupada sich so mit seinen Schülern unterhalten und manchmal hat er dermaßen gelacht, dass er auf dem Rücken lag und sich hin und her gerollt ist und sich den Bauch gehalten hat vor Lachen. Papa war sehr, so war sehr, sehr natürlich und hat solch einen natürlichen, herzlichen, mitfühlenden, warmherzigen Umgang gehabt mit seinen Schülern, die Buddhisten sind. Sie haben niemals solch eine liebevolle, verständnisvolle Person wie Srila Prabhupada getroffen. Ja, er war der reine Geweihte und der Vertreter Krishnas, den Krishna hierher geschickt hat. Er war von Krishna so ermächtigt, die Schüler anzuziehen. Ein Schüler sagt mir, oh Prabhupada, you make us, wie war das? You make us crazy out of love for you. Und Prabhupada sagte, yes, that is my duty. Yeah, Prabhupada. Yeah, nice. Das erste Mal, dass ein Gründer, oder man kann nicht sagen Religion, dass solch eine große Persönlichkeit, solch ein Werk hinterlassen hat, all die Bücher, die vielen Bücher und die Videos, die Klassen, die leider nicht alle, aber viele aufgenommen wurden, die Fotos, sogar die Fußabdrücke in Vrindavan, das Haus Prabhupads mit all den seinen persönlichen, all diesen Dingen, die er persönlich benutzt hat. Oder auch jetzt in Frankreich, die haben ja auch dieses, wo er da war in der Zeit, 76 da, haben sie auch, jetzt ist es auch zwei Zimmer, glaube ich, von Prabhupada, haben sie ein Museum draus gemacht, also alle Tempel, wo Prabhupada direkt war. Ich weiß, ich bin nicht mehr da. Ja, ich war mal da, ich habe das gesehen, sehr nice. Und da hast du direkt, die haben die Zimmer so gelassen, als wäre Prabhupada gerade rausgegangen. Die haben alles drin gelassen, du kannst reingehen, kannst chanten und haben sie noch einen Moti dann reingesetzt von Prabhupada, das ist sehr sweet. Oh, in verschiedenen Tempeln, so wie in Vrindavan, also überall sind Museen. Eigentlich weltweit über sind in den Zimmern, wo Prabhupada waren, sind jetzt Museen entstanden. Und das ist echt auch sehr, sehr speziell. Und man merkt richtig die Anwesenheit noch von Prabhupada so in diesen Räumen. Also es ist sehr, sehr, sehr nice. Ja, dann habe ich noch eine Frage. Was bedeutet es für dich, ein Prabhupada-Schüler zu sein? Wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal versuchen würde, ein Devoti zu werden. Hm. Ich versuche halt, so gut es geht. Ich weiß, dass es mal dass Chanten total ekstatisch war. Ich versuche, gut zu chanten, weil ich weiß, dass diese Verwirklichung da ist, da sein kann. Mhm.
versuch selbst zu machen. Ja. Und gibt es irgendeinen Service, weil du jetzt gerade Service ansprichst, wo du sagen würdest, da spüre ich Prabhupada am intensivsten? Chaitanya Mahaprabhu sagte, nachdem er diese Erde verlassen hat, wird er in der Form des Sankirtan und in der Bildgestaltenverehrung gegenwärtig sein. In der Bildgestaltenverehrung. Wenn ich morgens die Puja mache und Prabhupadas Klasse höre, das ist halt sehr direkt und sehr ekstatisch. Am meisten Spaß macht es mir wieder zu collecten. Früher haben wir eingenommen oder Geld gesammelt, Geld verdient für den Tempel, Kerzen verkauft, später Bilder. Naja, Prabhupada sagt manchmal, wenn man Vaishya-Tätigkeiten ausführt, verkauft, ist man manchmal gezwungen, die Wahrheit zu verheimlichen, seinen Gewinn zu verheimlichen. Okay. Und das war nicht immer schön. Aber und jetzt mache ich so als kleines Hobby und auch um unser Einkommen etwas aufzubessern, verkaufe ich Prasada. Ich mache Energiebällchen, bin von Sharadwan Prabhu dazu inspiriert worden, vor langer Zeit. Nice, ja, super. Ich habe ihm die Idee gegeben, seine Bällchen Nougat-Energiebällchen zu nennen, Haselnüsse rein, Nougatin. Und so nenne ich meine auch, Nougat-Energiebällchen. Und Prabhupada schreibt, dieses ein Zitat: If somebody only once partakes of the remnants of food offered to the Lord, if somebody only partakes once, he will come back to Krishna consciousness at one point in time or another. Wenn man nur einmal von den Überresten der Zubereitung, die zu Krishna geopfert wurden, wenn man nur einmal davon etwas isst, dann wird man früher oder später zum Krishna-Bewusstsein zurückkommen. Immer nur einmal, wenn ich rumgehe, ich lasse die Leute probieren. Gesunde Süßigkeiten, selbst gemacht. Ich habe auch Pröbchen dabei. Und dann so kleine Kugeln haben, dann lasse ich sie probieren. Fast alle kaufen dann was. Manche sagen, nein, ist doch nicht mein Ding. Aber dann haben sie Prasadam genommen, haben sie Prasadam bekommen. Und irgendwann werden sie dadurch Devote werden. Irgendwann. Ich vielleicht nicht in diesem Leben, wer weiß es. Und das macht Spaß. Und nur für die jetzt, damit alle das verstehen, Akila, du machst das auf der Straße. Du gehst einfach auf der Straße zu normalen Leuten, sag ich mal, und bietest ihnen das an. Ja, oder ich hab das ganze Leben in Läden verkauft. Ach, in Läden gehst du? Ich gehe in die Läden. Okay, du gehst in die Läden rein. Dann redest du mit dem Personal, das da arbeitet? Am liebsten sind mir so kleine Läden, in denen der Inhaber da ist. Ah ja, okay. Das ist auch oder auch sweet. Verkäufer, aber die haben meistens ihr Geld nicht dabei. Ja. Und die Leute können nicht weglaufen. Ja. Von denen war es, die haben Geld und sind selbst Verkäufer, die wissen, wie es ist. Und wenn man nächstes Mal wiederkommt, dann kennen sie das und viele kaufen dann. Nehmen es nochmal. Nehmen dann wieder und manche nehmen auch was zum Wiederverkaufen, als Wiederverkäufer. Mache ich einen speziellen Preis. Ach, es gibt so einen Läden, die sagen, gib mir 10 Packungen davon oder so. Ja, schon. Ja, nice. Ja. Das machst du hier in Deutschland oder Österreich, Schweiz oder überall? Ein Devote sagte mal, wenn Buchverteiler, früher haben wir auf Parkplätzen verteilt. Wenn da drei Autos sind, das ist ein Deutscher, ein Schweizer und ein Österreicher. Kannst du schon? Nee, aber ich kann es mir denken. Geht man zuerst zum Schweizer. Okay. Danach zum Österreicher. Wenn der Deutsche noch da ist, geht man dazu. Okay. Guter Tipp. Letztes Jahr war dieses 2G-Ding. Wenn man nicht geimpft ist, dann durfte man nicht mehr in die Läden. Oh, Schniff.
Und dann bin ich in die Schweiz. Mit dem Van damals bin ich in die Schweiz gefahren, nach Zürich. Mein Stiefsohn Gekula lebt dort in Zürich im Tempel. Dort habe ich dann gewohnt und bin vom Tempel aus rausgegangen in die Läden in Zürich, von Laden zu Laden, vorzugsweise Altstadt, all die kleinen Läden, einer aneinander. Okay. Und war nur, war nice. Viele geben Zehner. Einfach so, zack. Ja. In der Schweiz ist ein Währungsgefälle zu Deutschland. Das also finanziell lohnt sich das mehr. Ich bin lieber in der Schweiz. Sehr coole Leute. Gutes Karma. Ja, es inspiriert mich auch total zu hören, dass du das auch in dem Alter jetzt... Was heißt das? Wie meinst du das? Nee, es ist nicht böse gemeint, aber dass man... Sondern? Das, weil ich habe auch schon mit anderen Prabhupada-Schülern gesprochen und da hört man dann meistens dann auch so, ja, ich habe nicht mehr den Elan dazu oder ich habe nicht mehr die Kraft oder bin verstrickt mit anderen Tätigkeiten, und dass du das halt so vom Herzen her sagst, ich mache das, so, das habe ich mein ganzes Leben gemacht, Prabhupada hat mir das, oder die Mission Prabhupada hat mir das sozusagen gezeigt, und dass du das bis heute machst, und das ist total inspirierend. Also ich würde mir wünschen, dass ich auch dieses Bewusstsein habe. Mein Vater war Bauer, ich hab das 2 Jahre gelernt. Und da habe ich musste ich ausmisten. Okay. Und im Laufe des Ausmistens haben sich die Muskeln entwickelt. Ich war richtig ganz stolz. Okay. Die Muskeln entwickeln sich. Und auch Practice makes perfect. Genau. Habe auch mal zitiert. Wenn man das macht, wenn man das versucht, dann entwickeln sich die Fähigkeiten und die Entschlossenheit. Ne? Sanketan lernt man, einfach weitermachen. Und wenn es nicht so gut geht, trotzdem weitermachen. Und vor allen Dingen, einmal in Passau, da habe ich mir gedacht, oh Mann, Prabhupada hat recht, alles Fools und Rascals, Schurken und Halunken. Bhaktivedanta Purnaswami hat das so in die heutige Sprache gesagt, and why? Because they're idiots. Ich habe auch gedacht, ja, alles Fools and Rascals. Dann habe ich ein bisschen weiter gedacht, vielleicht bin ich ja der Fool and Rascal. Und dann habe ich angefangen zu beten. Ja, sehr gut. Und dann ging es plötzlich. Dann waren die Leute nice. Ich habe zu Palaten Singhadev gebetet, mir zu helfen. Und dann ging es plötzlich gut, sehr gut. Jemand sagt doch mal, ein Sannyasi, derjenige wird am meisten verteilen, der am meisten betet. Ja, das stimmt. Also könnte man eigentlich schon sagen, dass das so dein Lieblingsservice ist. Ne? Ja, definitiv. Ja, also das finde ich halt so inspirierend auch daran. Und du hast da bestimmt so viele Erfahrungen im Leben gemacht auf Sankirtan, das ist sehr wertvoll einfach. So. Ja, das ist kein Sinn, das ist collecting, okay. Das, aber, ja, was ich sehr hilfreich fand. Damals hat ein deutscher Sankirtan-Leiter, Krishna Kanamrita, das war noch in Heidelberg, im Tempel in der Kurfürstenanlage, hat gefragt, woran soll man denken, wenn man die Bücher verteilt? Und da war Sannyasi, der sagte, even a demon will be satisfied if you approach him as a part of Krishna. Sogar ein Dämon wird zufrieden sein, wenn man ihn als einen Teil Krishnas anspricht. Und das finde ich immer noch sehr inspirierend. Ja, das ist sehr, sehr hilfreich. Das ist auch so ein Geheimnis, so, dass man nicht rausgeht und sagt, oh, die Leute sind alle so schlecht und dies und das, sondern dass man sie auch als Devotis sieht. Ne? Dass man sie auch sieht. Also es sind auch Devotis, das sind auch... Ja, wir sind Teile Krishnas. Wir haben uns vor ein paar Jahren die Haare abgeschnitten und versuchen zu chanten. Und die Leute, wir sind gefallene Seelen und die Leute sind auch, eigentlich müssen in der spirituellen Welt sein. Ja, genau. In ihrem spirituellen Körper, an Krishna dienen. Aber irgendwie durch ein Unglück sind wir hier runtergefallen. Und wir haben schon Krishnas Barmherzigkeiten bekommen. Wir versuchen das zu akzeptieren. Die Leute kennen es noch nicht. Aber die sind genauso Teile Krishnas wie wir. Krishna sagt, er ist der samengebende Vater aller Lebewesen. Die sind genauso
Kinder Krishnas wie wir. Ja, es gibt ja auch die Aussage, dass, ich weiß nicht, ob es von Prabhupada kommt, aber dass so Prasadam ist unsere Geheimwaffe, so, das akzeptiert eigentlich jeder. So, hast du die Erfahrung auch gemacht? So, also klar gibt es auch Leute, die es vielleicht mal nicht nehmen, aber die meisten nehmen es an, ne? So dieses Prasadam ist schon... versuchen, das... Ja. Oder kosten zumindest, wie du ja meintest. Also selbst wenn sie nur kosten und dann nichts nehmen, aber sie haben gekostet und sie haben es akzeptiert. So, und das, ja. Und die Leute machen Fortschritt damit. Ja? Das ist halt auch sowas. So eine Barmherzigkeit, ja. Die... Und man nimmt was ein, es kommt was rein. Die Herstellungskosten sind nicht viel, 150 Gramm, irgendeine Süßigkeit. Zum Beispiel Simplis. Eine 150 Gramm Tüte Simplis kostet, habe ich gestern oder glaube ich mal durchkalkuliert, kostet ungefähr 70, 75 Cent. Ja. Und wenn man dafür einige Euro kriegt, zwischen 5 und 10 oder Frankly, das lohnt sich immer. Das lohnt sich definitiv. Ja. Auch im Restaurant, die Materialkosten sind verschwindend gering. Aber die verkaufen da so einen Teller mit irgend so ein bisschen Gefrickel, Fraß für, was weiß ich, in München Edelrestaurants 150, 200 Euro. Ja, das ist verrückt, ja. Und Prasada, das ist eine nice Methode, ein bisschen Lakshmi zusammen zu verdienen. Einfach zu machen, einfach zu verteilen. Jemand, der mit Süßigkeiten ankommt, nichts Schlimmes, kein Ding. Gibt es noch irgendeine Geschichte, die dir einfällt mit Prabhupada, die du vielleicht mal gehört hast, gelesen hast oder die mal jemand erzählt hat, die dich total inspiriert hat? So, oder sagt, das ist was total Einzigartiges, was du auch mit uns jetzt vielleicht teilen willst? Irgendeine Geschichte mit Prabhupada? Gibt es da irgendwas? Dir spontan einfällt? Habe ich vor einem Freund vor kurzem geschickt, das ist auch nur so eine Geschichte aus diesen Memories auf Srila Prabhupada. Okay. Ein Devote, ich weiß den Namen nicht mehr, der sagt, er war am Anfang also der Hausmeister und dann wohin immer Prabhupada kam, bis zum letzten Tag wurden seine Zimmer renoviert. Prabhupada sagte mal, wohin immer er kommt, das riecht immer nach frischer Farbe. Und er sagte, er muss dann alles machen, die Löcher verputzen und Tapeten und die Wände streichen. Der war dann irgendwann total fertig. Und er konnte körperlich nicht mehr. Und er sagte, hat sich gesagt, ich werde mich hier so ein bisschen für ein paar Minuten. Prabhupada kommt dann bald, in ein paar Stunden, aber ich werde mich hier ein paar Minuten an die Wand lehnen. Ich bin einfach so fertig. Ich kann einfach nicht mehr. Ja, total. In seinem Arbeitssaal, alles war dreckig und er war total farbverschmiert. In seinen Klamotten hat sich da an die Wand gelehnt. Boah, ein bisschen ausruhen. Und dann ein paar Stunden später... Stimmengemurmel, Stimmengewirr, eine Unterhaltung und dann geht die Tür auf und Srila Prabhupada steht dort und er sitzt da, aus dem Schlaf gerissen, total fertig, schmutzige Kleidung, alles steht da rum, die Farbtiegel, die Farbeimer und Rollen und neben Prabhupada steht Tamal Krishna Maharaj. Und guckt ihn an mit Augen, die töten könnten. Da sagt er, wenn das so ein Cartoon gewesen wäre, dann wäre Tamal Krishna Maharaj der Rauch aus den Augen gestiegen und Blitz aus den Augen, aus den Ohren gestiegen und Blitz aus den Augen. Der hat ihn angekommen. Und Prabhupada. Und er wollte dann Ehrbietung machen, aber auf dem Boden war noch so Farb. Plexe ist er darauf ausgerutscht. Okay. Auf Prabhupada zugerutscht. Hat praktisch Prabhupadas Füße umarmt. Ist da zum Halt gekommen.
an Prabhupads Füßen. Er kommt hoch, guckst du, schiebisch, sagt er, guckt ganz dämlich hoch. Und Prabhupada schaut auf ihn runter. Und dann hat Prabhupada solch ein strahlendes, sonnengleich strahlendes Lächeln geschenkt. Okay. Und hat gesagt, wow, hast du das alles hier gemacht? Hast du das alles renoviert? Hm. Er dann, ja, Prabhupada. Aber thank you very much. Hm. Sweet. Also, man wünscht sich so sehr. Hm. Gemeinschaft gehabt zu haben. Hm. Hm. Nice. Ja, Prabhupada war so sweet, wenn man das so liest, hört, wenn man das so sieht, die Videos auch. Sanft wie eine Rose, hart wie ein Blitz. Ja, genau. So. Prabhupada konnte, um jemanden zu korrigieren, konnte Prabhupada sehr hart sein. Sehr. Ja. Und er konnte, je nachdem, was man verträgt, hat Prabhupada sich entsprechend verhalten. Er konnte jede Person genau einschätzen. Mhm. Einmal kam so ein verrückter Kerl auf der Straße mit einem Messer, so eine Art Amokläufer. Er kam auf die Gruppe von Devotees zugerannt mit dem Messer. Und dann ist er genau auf Prabhupada zu. Ah! Prabhupada hat seinen Stock gehabt. Bong! Der Typ. Oh, wow. Echt? Lag da. Ich meine, okay, was soll man machen? Notwehr. Hm. Speziell. Ja, spezielle Geschichte. Aber konnte hart sein, aber auch sehr, sehr sanft. Ja, nice. Ja, einmal kam ein Postbote zu Prabhupada in den Tempel und hatte ein Einschreiben. Und der Sekretär sagt, oh ja, ich kann es unterschreiben. Bhaktivedanta Swami ist sehr beschäftigt. Nein, geht nicht, ich muss den Brief persönlich abgeben. Dann, ja, okay, da ist die Tür, hat geklopft. Und dann hat Prabhupada ist er reingegangen in die Tür. Nach einiger Zeit kam er raus, hat total gestrahlt. I have seen Swamiji. Nice. Konnte jeden, ist auf jeden so eingegangen. Konnte selbst der Postbote ihn in den Dienst da bringen. Der hat Prabhupada wahrgenommen. Mm. Manchmal, einmal in einem Park, haben zwei Polizisten plötzlich gerufen. Der Mann leuchtet! Der Mann leuchtet! an einem Flughafen hat einmal jemand, der so sauber gemacht hat, Afroamerikaner. Mhm. Sie sagte mit seinem Dialekt, that man is shining, that man is shining. Die haben Prabhupadas Ausstrahlung gesehen. Prabhupada hat ihnen die Ausstrahlung sehen lassen. Mhm. Und auch ein Devotee erzählt, wie die Buchvertaler, ich weiß nicht mehr wo, in einem Flughafen, haben sie immer Bücher verteilt, ständig waren sie dort und die Polizei fand das nicht gut, die Flughafenpolizei, die haben sie verscheucht, verjagt, eingesperrt. Trotzdem waren sie immer wieder da. Und eines Tages kam Srila Prabhupada an diesen Flughafen an und die wurde es dann bis zur letzten Minute verteilt und die Polizisten. Dann kam Prabhupada durch die Tür hinein. Und die Polizisten waren wie verwandelt. Die sind sofort hin, haben Prabhupada den Weg freigemacht. Zur Seite, lassen Sie ihn durch. Sie haben den Weg freigemacht für Prabhupada. Haben ihn bis zu seinem Wagen geleitet, bis zum Auto geleitet. Mm. Und danach waren sie ganz anders zu den Devotees. Nice. Ja, das ist die Power von Prabhupada. Ja. Yeah. Ja, nice. Danke, Akhila Prabhu, für dieses kleine Interview. Und für diese Fragen. Ja. Nice. Für das Gespräch. Ich hoffe, wir konnten euch da draußen wieder ein bisschen inspirieren. Und ja, also wenn ihr noch nie hier wart,
kommt hierher, besucht Simhat Shalam und ja, trifft vielleicht Akila sogar persönlich mal hier. Wie lange lebst du jetzt hier auf der Farm? Seit 1980. Ja, seit 1980 ist er hier und ich habe mich jetzt echt gefreut, dich mal vor die Kamera zu zerren und dass wir ein kleines Interview mit dir führen konnten. Und ja, tausend Dank dafür. Und ja, mögest du gesund bleiben und weiterhin Sankirtan machen und ja, dass du uns noch viele Jahre manchmal koche willst. Ich. Ja, du machst ja alles, du kochst, du bist auf dem nicht Altar. Nicht alles, ich mach manches. Nee, aber du machst viele Sachen. Ein paar Mal auf dem Altar und morgen früh sind Sujita und ich wieder auf dem Altar. Die Detis aufwecken und die Abhishek, die Detis baden. Da gibt es auch Vorträge, wa? Einmal die Woche oder mehrmals? Ja, einmal die Woche meistens. Ja, genau. Ja. Also die Devotis hier sind sehr gesegnet, Gemeinschaft zu haben mit Akila. Und Akila freut sich auch über alle Gemeinschaft mit den Devotis und ist immer sehr inspiriert. Wir sind gerade bei einem Festival und mir vorhin wieder gesagt, ihn inspiriert das immer, so viele Devotis zu sehen. Ne? Das ist so schön. Nektar, der Ozean des Nektars steigt an, wenn die Devotis alle zusammenkommen. Genau. Wir freuen uns natürlich über jeden, der hierher kommt, Palat Nisingadev besucht. Nirgends gibt es einen Devoti, der extra erschienen ist, um einen kleinen 5-jährigen Jungen zu retten. Ich kenne auch keinen Deity, auf dessen Schoß ein kleines Kind sitzt. Und Nisingadev hält Palat auf seinem Schoß. Ja, ganz besonders. Diesen Deity mal live zu sehen, da müsst ihr herkommen. Pilgert alle mal nach Simhat Shalam und ja, besucht die Devotis hier, besucht Palat Nisingadev. Und ja, dann sage ich nochmal Danke, Akila Prabhu. Gerne, dank dir. Und Hare Krishna. Hare Krishna.